In dieser Folge von Digi-Fernunterricht geht es letztlich nur um ein ganz kleines Problem von Teams, und zwar geht es um die Frage, ob man auch Gäste hinzufügen kann. So könnte das nützlich sein, wenn wir diese Videocalls machen, dann kann es teilweise sein, dass wir auch vielleicht jemanden einbeziehen möchten, der oder die nicht in unserem Teams drin ist, in unserer Organisation. Also ihr seht hier oben, das ist meine Organisation, Kantonsschule Enge, und ich bin jetzt hier in zwei weiteren Teams, bin ich als Gast dabei. Diese Gastfunktion können eigentlich alle, die ein Team verwalten, können jemandem zuweisen, auch externen Personen. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Also ich gehe hier auf die Teamverwaltung und kann hier jetzt ein Mitglied hinzufügen. Und jetzt geht es ganz einfach, wenn ich ein Mitglied aus meiner Organisation hinzufügen möchte, dann kann ich hier das eingeben. Ich sehe dann die Personen angezeigt, aber ich kann jetzt hier einfach auch eine E-Mail-Adresse eingeben. Gebe jetzt meine E-Mail-Adresse ein und ihr seht dann automatisch kommt dann Gast. Also ich könnte das auch mit meiner anderen E-Mail-Adresse machen und das fügt dann auch diese Person als Gast hinzu. Fügt die hinzu. Jetzt sind zwei Philipp Wampflers als Gast jetzt hier dabei. Und was jetzt passiert, ist, dass diese Personen eine E-Mail bekommen. Also ihr könnt es hier jetzt anschauen, das sieht dann so aus. Also du wurdest hinzugefügt als Gast zu Kantonsschule Enge. Jetzt in Microsoft Teams könnte ich das öffnen, dann bin ich als Gast dort dabei, kann an Videocalls teilnehmen, kann einfach das sehen, was auf diesem Teams läuft in dieser Gastfunktion. Das heißt, ich bin nicht Administrator, sondern ich bin Zuschauer, aber ich kann Kommentare posten und an Besprechungen teilnehmen. Also alle wesentlichen Funktionen übernehmen. Ich hoffe, das kann das eine oder andere Problem für euch lösen. Danke für euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten.